dann in der Hoffnung, dass alles funktioniert. Okay, ich mach die Melodie dazu. Ba 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 ba. Wie heißt das? Ba, 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 ba! Was wir machen! Mike, Mike! Ba, 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 ba! Race for the Diamond! Wir jagen einen Diamanten in Minecraft. Ja, wir jagen einen Diamant. Ja, irgendwas in Minecraft. Und. Richtig, wer zuerst einen Diamanten in Minecraft findet, gewinnt! Ja, und dann. Ja, und dann. Meine Taktik verraten. Projekt, und wie das Projekt heißt, werden wir nach der Folge entscheiden. Oder? Das Projekt heißt Yuichiro findet sich das Hirn raus, denn er wird immer verlieren. Geht der Titel auch ein bisschen kleiner? So wie andere Sachen bei dir? Einfach, nee. Pass auf, wir legen es uns nach der Aufnahme. So, das wird die erste Folge. Okay. Das ist eigentlich so ein böses Projekt, wie ich gegen ihn. Und es gibt eine Bestrafung und was es wird, das entscheiden wir dann. Irgendwann. Ja. Und das wird irgendwann erscheinen. Wir legen keine Zeit, wir machen einfach irgendwann. Irgendwann. Es wird nur kommen. So, ich hab Weihnachten nächstes Jahr. Ja, ich habe mir schon eine geile Strafe ausgesucht, tatsächlich. Ich weiß, du wirst dich auf jeden Fall nicht freuen. Noch eine wichtige Regel ist, noch während wir in der Welt sind, reden wir nicht miteinander. Sprich, wir wissen nicht, ob wir total verkackt haben. Genau, das heißt, wir wissen nicht, wer gewonnen hat am Ende. Also wir entmuten uns einfach und ja, wir sehen oder ja... Oder wir entmuten uns und schreien uns dann an. Ich habe übrigens gewonnen, du Schlappschwanz. Genau so machen wir es. Lul. Oder nicht? Nein. Ich bekomme die Nachricht sowieso nicht mit. Ich nehme einfach so lange auf, bis ich einen Diamanten habe. Ach, ja, dann mache ich das auch. Ist ja easy peasy. Ja, und... Ja, wer zuerst Emmy ist, da sehen wir ja schon, wer erst gefunden hat. So. Ach, ja, du glaubst, ich bin fähig genug, einen Timer hier reinzumachen. Egal, komm, wir labern nicht. Wir starten die Welt auf... Ich mach Countdown, ja? Ja, 5. 3. 4. 5. 3. 3. 2. Go, 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 go! Und viel Glück, oder auch nicht. Eigentlich gar kein Glück. Ja, 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 für dir viel Pech. Hasse. Alter, Welt, lade mal bitte schneller, was ist los mit dir? 70, 75, 86, 100! Geht los? Oh Gott, wo bin ich? Wo bin ich hier? Ich bin auf einer... interessanten Welt und ich hab Ruckler. Ach komm, das hat natürlich gefehlt. Geht oder so, aber ich werde sowas nicht machen. Ich werde jetzt erstmal, mein Ziel ist es, einen Wüstentempel zu suchen. Das ist mein Ziel. Und hier ist zwar eine schöne Höhle, aber die ist mir zu gefährlich. Hier ist verdammt viel Schwein, das ist nice. Okay, wer jetzt den ersten Diamanten hat, hat gewonnen. So. Warte mal, Strip Mining war verboten, oder? Also Strip Mining war verboten, bin ich der Meinung. Also lassen wir uns darauf gar nicht ein. Strip Mining heißt irgendwelche Gänge-Kram. Ich glaube es. Scheiße, haben wir es nicht besprochen. Ach, ich glaube einfach, es ist verboten. Es ist verboten, ja. Sind wir auf einer Insel? Wir sind auf einer fucking Insel. Auf jeden Fall, Strip Mining ist verboten. Wir müssen erstmal irgendwas finden, ne? Wir müssen erstmal weg hier. So. Ist das ein Delfin? LOL. Weiter. Wir schwimmen und wir schwimmen. Hey, Schweinchen, halt mal still, bis du tot bist. So, ich will die Schweinchen töten und dann suche ich mir hier halt... Oh, ein Baby. Das darf leben, das gibt eh kein Fleisch. Und dann suche ich mir einen Wüstentempel. Das ist der ganze Plan. Weil das wird zwar am Ende nicht so viel jemanden haben, aber das wird schon gehen. Also dann überqueren wir hier das Meer. Wow. Sind wir jetzt echt auf einer fucking Insel gelandet? Das ist schon krass weird. Oh mein Gott, ist schön. Land. Da ist ein ganz großes Land, da ist eine Wüste. Da ist. Was bist du? Warte mal, es gibt doch auch... War das eine Kiste da unten irgendwo? Ja, war so ein Block, wisst ihr? Egal, wir gehen hier hin. Wenn eine Kiste wäre, wäre cool. Stell dir vor, wäre jetzt zur Kiste runtergegangen, wenn da wirklich eine Kiste wäre, ich weiß es noch nicht. Aber stell dir vor, da wäre eins. Und... da wäre jetzt ein Diamant drin gewesen, da würde ich gerne schreiben. Erster! Sehr fand.
Ich glaube, der nächsten fucking Insel. Nö, ich will weiterfahren. Schafe wären nice, denn dann kann ich nachts einfach schlafen. Weil wenn es dunkel wird, sofort einschlafen, dass die Monster mich nicht töten. Wären wir ziemlich krass schlecht. Wäre schon sehr, sehr schlecht. Ich hoffe, das rächt sich nicht, dass ich die Höhle da ignoriert habe, denn man weiß nie, wie tief das geht. Aber Stripmine war verboten. Jetzt piept mein Discord. Muss ich jetzt nachgucken, ob das Niklas ist. Gesagt Stripmining. Ich frag den eben mal eben. So, erstmal schreiben. Wenn der mich jetzt anschreibt und sagt, dass er einen Diamanten hat. Wenn es nicht Niklas ist, dann... Kein Stripmine. So, das hätten wir sagen müssen. Stripmine ist verboten. Sprich, einfach runtergraben und wild blöd durch die Wand buddeln ist nicht drin. Das ist... Das ist halt auch lame. Ich hab voll die Tactics. Wir müssen ja nicht unbedingt Stripmining für Diamanten. Wir können ja auch einfach so eine Pyramide hier finden, sagen wir mal, ja? So eine Wüstenpyramide jetzt. Und da sind ja auch manchmal Diamanten drin. Wenn wir da jetzt einen Diamant haben. Oh, Navik! Kannst du gleich aufgeben. Naja! Aber dann ist er unten in die Ravine gegangen, wenn er das fragt. Und da unten war kein Diamant. Sprich, wir haben alles richtig gemacht. Bisher ist alles richtig bei uns. War so ein NPC-Dorf. Das funktioniert doch genauso gut, oder? Ich weiß, müssen wir gleich noch was zu essen holen. Den haben wir ja gewonnen. Vielleicht haben die ja einen Diamant für uns. Oh, ein NPC-Dorf! Komm, bitte, 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 komm, lass mich da einen Diamanten geben! Fischi. Und dann jedem Patch in Minecraft immer wieder verwundern, was dazu kam. Einfach mal 4 Jahre kein Minecraft spielen, macht einen krassen Unterschied. Ja, Diamanten. Gib mir einen Diamant, gib mir einen Diamant. Äpfel? Gut, essen. Smaragde und vor allem Brot. Das ist schon mal sehr schön. Ich weiß gar nicht, gibt es jetzt hier noch den Diamanten überhaupt hier in diesen Dingern? Absolut gar keine Ahnung. Scheiße, ich habe Obsidian. Ich finde meine Taktik gar nicht so doof, ehrlich gesagt. War schon dran. Also. Ich bin ein bisschen. Dann werden wir wieder an Land und das bedeutet, dass wir jetzt eine Wüste suchen. Töten wir dieses Schwein für Nahrung, falls ich irgendwann doch nochmal hungrig werde. So, hier lang könnten wir irgendwo Schafe finden, das wäre ziemlich gut. Oh. Auch den sicheren Tod. Das geht nicht tief genug. Ist also egal. Das ist egal! Sonst hätte ich da jetzt mich runtergekämpft, aber das sah nicht tief genug aus. So. Dann nur Schweine, Hühner. Jetzt sind da vorne wieder Schweine. Nur für sich sollte ich mal irgendwo hoch und Ausblick halten. Das wäre voll geil. Durch Trading mit einem NPC krieg ich, habe ich dann da quasi hier diese Challenge gewonnen. Bitch. Navik. Komm schon. Muss sein. So viel Brot und Kartoffeln. Das ist ja alles schon mal sehr schön. Wir haben auf jeden Fall Essen ohne Ende. Hier der Eingang. Was bist du für ein Ding, Schmelzofen? Okay. Ich habe 11 Smaragde.
Und das wäre so awesome jetzt, wenn einer mir für, sagen wir mal, diese Essenmarkt einen Diamant gibt. Ein Diamant, komm. Nice. Nice, nice, nice. Stirb, 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 stirb. Ich bin übrigens Batman, lul. Oh. Nimm das mit, danke. So, damit hätten wir erstmal hier im Bett. Seit wann? Wieso kann ich nicht mit dir tauschen? Handeln, ich will handeln mit irgendwen. Hier, ihr seid doch wibbelig, oder? Kommt her. Hallo? Wieso wollt ihr nicht tauschen mit mir? Hallo? Willst du handeln? Bist du ein Händler? Wieso willst du nicht handeln mit mir? Ach, come on! Warum? Fick das Scheißspiel, ist nicht dein Ernst. Müssen die gleichfarblich sein? Seit wann? Oh. Oh, oh, oh. Die Nacht naht. Das ist nicht gut. Oh, come on! Du bist nix, du, bei dir ist nix drin. Problem nur, wir haben gesagt, ja nicht Strip Mining. Das heißt, wir können jetzt einmal nicht irgendeinen Gang rein. Das ist ja schon eine Höhle. Dann haben wir schon mal hier die drei. Ja, danke Windows, dass du mir auch Bescheid sagst. So, wir sind jetzt in der Steinzeit. Etwas, wo man Diamanten finden kann, so ein Building oder so. Oh, Versuch Nummer 2. Ey, komm! Dann lass bitte mal ein Diamant sein. Oh, komm, das sieht so cool aus. Da kann sein. Das sieht groß aus. Diamant, 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 Diamant. Komm, ja. Los! Schlafen! Puh. Weiß nicht, langsam ist so die Ecke, wo man auch auf anderen Wegen an einen Diamant kommen konnte. Ich hatte eigentlich gehofft, ich habe ein bisschen mehr Glück. Stattdessen komme ich mit meiner Taktik auf einer Insel raus, von der ich mir keinen Baum wegbaue, ne? Oh, schon Minecraft, das ist doch jetzt keine natürliche Konstruktion, die du mir da zeigen willst. Das ist doch... Willst du mich verarschen, Minecraft? Danke dafür. Können wir die Challenge machen, wer zuerst eine Karte findet? Ihr wollt aber auch nicht handeln. Warum eigentlich nicht? Ihr wollt alle nicht handeln. Vielleicht verhungert ja Navik irgendwo gerade. Das wäre doch auch was Cooles, oder? Findet er nicht? Ich kann doch nicht die erste Challenge verlieren hier. Weil er ist bestimmt schon in der Höhle und ich... Das ist nämlich so ein Gebiet, wenn man da dann was weghaut. Oh, Update! Ist ja alles gar nicht stabil. Da vorne. Das ist ein Dorf. Das ist ein normales Dorf. RIP. RIP. Ich meine, da kriegst du keine Diamanten raus, ne? Mal gucken, vielleicht kriege ich ein paar Rohstoffe, mit denen ich dann besser überleben kann. Wenigstens habe ich Niklas gesagt, dass er auf dem Default-Pack spielt. Und dann kennt er jetzt nichts. Lul. So, da sind Leute, Schilder, Katze. Ich meine, in solchen Orten gäbe es keine Diamanten, ne? Sind die irgendwie ein Feld? Ja, aber da wächst nichts. Lol, alles scheiße. Und Kinder, süß. Hallo, Farmer. Oh, Golem. Wir haben nur leider auch keine Diamanten. Hm, noch ein Bett.
Dann habe ich jetzt offiziell meinen Plan B, Bett. Sprich, nächste Nacht werde ich das Bett nicht abbauen, weil ich jetzt mein Plan B-Bett habe. Das Plan B-Bett! Zu mir gegeben. Langsamkeit, ja. Langsam sind wir sowieso schon. Halt, ich will in das Licht gehen. Vielleicht. Ist da ja wirklich irgendwas? Glaubt mir, Leute, wenn ich irgendeine Kiste jetzt hier unten sehe, ich schwimme da direkt hin. Das sind Korallen oder sowas in der Art, ne? Sieht so mega cool aus. Mal stehen wird. Hallo? Schon. Oh, das wäre so gut gewesen. Hoch, hoch, hoch. Okay, hier gibt's was zu finden. Das ist sehr gut. 20 Minuten schon auf der Suche nach dem räudigen Diamanten. Oh, wir haben ja vorher so viel Blödsinn geredet, es war mindestens eine Stunde. Aber bin ich jetzt seit minus 40 Minuten auf der Suche nach dem Diamanten, das geht noch. Das ist okay. Jetzt plündere ich das Dorf dann, ne? Ansonsten plündere ich da halt das Dorf. Schnell durchgucken, ob die da irgendwo was haben von Wert. Und halt da lang weiterreisen. Wieso öffnest du dich nicht? Haben wir eine geile Karte? Hä? Aber da ist ein Schatz, ne? Da ist ein Schatz, da ist ein Schatz, da ist ein Schatz. Okay. Wieso kann ich nicht drauf gucken? Wenn ich stehen bleibe, ne? Ein Vulkan gebaut. Wäre ich auch gläubig. Nee, das hier sieht voll ausgewachsen aus. Ein Schmied konnte Wertsachen haben, ne? Hallo, besitzt ihr was? Nein? Okay. Na, ihr Süßen? Lasst euch nicht irritieren, ich suche nur einen Schmied. Uha. Wenigstens habe ich keine Hungerprobleme mehr. In Rot. Rohe Kartoffeln haben wir jetzt. Emeralds und Brot. Okay. Ist das eine Kettensäge? Wofür haben die denn eine Kettensäge? Noch eine Karte. Als ob es hier nur so komische Smaragde gibt. Alter, ich habe 5 Millionen Smaragde bisher schon gefunden, aber kein Diamanten. Ob man in Minecraft denn eine Kettensäge? Also wir spielen hier Vanilla, nicht die Horror-Edition. Naja, das war ein Enderman. Cool. Toll. Naja, Emeralds habe ich gefunden. Sprich, wenn wir irgendwann mal ein Rennen für Emerald machen, dann schneide ich einfach das Wort Diamant raus und ersetze es durch Emerald und tue so, als hätte ich gerade gewonnen. Lul. Bin ich eigentlich dumm oder so? Weil die Frage einfach nicht beantworten, denn die Antwort ist offensichtlich. Wo haben die denn hier jetzt ein Bett? Brüder und Schwestern. Ich ersuche euch um eine Audienz.
Chlorbasen, seht ihr? Kann ja atmen. Hallo, hallo, wo bin ich? Scheiße. Nein. Was war das? Das hat mich einfach unter Wasser gezogen. Was war das? Alter, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Wir waren dort, wir haben gekämpft, wir haben ganz komische Sachen gesehen und ganz komische Lichter. Wir haben nach dem One Piece gesucht, wir haben alles gesucht und nicht gefunden. Vor allem, wir haben über 20 Smaragde gehabt und nicht ein fucking Diamant! Scheißdorf und die richtige Richtung ist diese. Ja. Einfach einen Zombie-Spawner gefunden, der eine Schallplatte hat. Die Dinger sind normalerweise selten, aber das Spiel denkt sich ja. Na und? Ich muss hier tryen und ist eine Sackgasse. Ach, fick dieses Spiel, ey. Ich habe gar kein Glück in dieser Dreckswelt. Ich gebe mich so geschlagen, ey. Das ist doch nicht zu fassen. Was ein Lacker das ist. Ich gönne den einfach gar nichts. Und jetzt, ich will nicht, dass der gewinnt. Na, weg. Bitte hab nichts Schlimmes für mich. Sollte ich doch mal in so eine natürliche Höhle gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier endet die Wüste. Oder hinten ist wenigstens Land. Ist das eine gebaute Stadt? Oder was ist das? Wisst ihr, ich muss mich mal zurückhalten. Ich will extra nicht nachgucken, ne? Ob er schon hat. Ich will echt einen Diamanten finden. Auch wenn er 5 Stunden dauern sollte! Da leuchtet schon wieder was. Weißt du, wenn ich jetzt ich wäre, dann würde ich jetzt, also wenn es keine Regeln gäbe, würde ich einfach jetzt da runter gehen und mir einfach jetzt eine Leiter craften und dann einfach unter Wasser aus weiterbauen, ja? Aber... wir dürfen das ja nicht. Oha. Ha, ich erkenne da gar nichts. Das Problem ist halt jetzt, dass ich wirklich nichts besitze. Halt nichts mache, um das zu ändern. Ich renne durch die Gegend und habe nichts. Das ist übel bad. Und Spottmuschel. Wie war das? Die miessagende Weissagungsmuschel. Irgendwie sowas gab es doch mal. Ich interessiere mich nicht für euch. Da kommt er und hat eine Muschel. Machst du nix, ne? Machst du nix. Ich sehe keine Höhle. Nix. Hier ist nicht mal eine Höhle auf dieser Insel. Da fahren wir jetzt mal schneller, du Minecraft-Püppchen. Hier ist schon wieder sowas. Ich glaube, Schildkröten droppen keine Gegner. Weiß von irgendwelchen Unterwassertempel-Geschichten, die mich gerade faszinierend anziehen, aber. Ein
quasi tot, ne? Lass mich mal machen. Hat nichts. Ah, lass mich doch mal hier. Komm, ich nehme jetzt jeden. Papa, gib mir jeden Höhleneingang. Ich nehme alles, bitte. Ich nehme alle Höhleneingänge. Warum ist das ein Skelett? Ich habe nicht so viele Herzen. Ich muss ein Schwein töten und die Kühe töten. Warum töte ich euch nicht eigentlich? Ihr seid doch... Ich habe Essen direkt hier an mir und ich töte euch nicht. Warum eigentlich nicht? Hier, gib mir dann Essen. Hallo! Boten können Schatzkarten sein, ne? So. Da war was. Das lange Bett wird schließlich gut. Na, das war's dann. Ich hoffe, er war noch nicht fertig. Ansonsten sind die Videos auch vollständig aufgenommen und er hat die nur zusammengeschnitten. Aber mein Bootfund war hier. Das ist jetzt auch mein Boot. Hier lebe ab jetzt ich. Denn hier bin ich reich geworden und habe hoffentlich gewonnen. Das hier ist ab jetzt die Black Pearl. Bitch. Jack, geh nicht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt bald erfahren, ob ich schnell genug war, denn wir wissen es nicht. Wir wollten uns gegenseitig Hoffnung lassen, deswegen verraten wir es uns nicht. Aber, ist Inventar in Minecraft. Hier ist der Diamant. Gucken wir jetzt auch mal hier in die Hand. Wenn ich mich an die Tasten kürze. Hier. Schon. Heil ich mich? Gott sei Dank. Ja. So, Papa, brenn. Warte, ich brauche eine Werkbank noch. Oh, Diamantos. I'm here to have. Brenn schneller! Panik! Hat Jens schon einen? Natürlich hat er schon einen. Er hat schon einen. Scheiße, ich habe gerade geguckt. Er hat einen. Egal, ich habe dann... Hör auf zu brennen! Dann habe ich zumindest einen... Ich habe einen, ja? So, ich bin hier mit Alice. So, hier, 500 Diamanten. Oh, jetzt entmüde ich mich. Hey, ich habe ein paar gefunden. Hast du einen gefunden? Ja, ich habe sogar 6. Ich will nicht drüber reden, ja? Ich habe drei. Wann hast du ihn gefunden? Jetzt gerade. Ja, dann hast du verloren. Ich habe nur gedacht, weil ich habe ungefähr 30 Smaragde gehabt am Ende. Ich hatte 9. Seit wann gibt es so viele Smaragde? Sind wir die gleiche Taktik gefahren? Was bist denn du gefahren von der Taktik? Ich wollte die Oberwelt erforschen und einen Wüstentempel. Ja, das war genau meine Taktik. Ich habe alles erkundet. Ich habe wirklich Menschen gesagt, Navik ist bestimmt blöd. Der bullt sich hier doof und dämlich und findet nichts. Ich suche einen Wüstentempel.
und dann habe ich 3 MPT-Dörfer gefunden und nix! Nur Smaragd! Und dann wollte ich handeln und nichts funktioniert! Und dann bin ich die ganze Zeit verreckt! Und dann hab ich Schatzkarten gefunden, das war die neue Hoffnung! Und dann hab ich nicht meinen Punkt gefunden, wo ich bin! Hast du bei dem einen Dorf, das Dorf dann wahrscheinlich auch entdeckt, bei dem einen Dorf den Zombie-Spawner gefunden mit den Runen da drin? Nein. Da war auch kein Diamant drin, da war eine fucking Schallplatte drin. Ich hab stattdessen eine Schallplatte gefunden. Respekt. Okay. Ich würde sagen, hast du... Gefunden habe ich dann schlussendlich einen Piratenschiff. Ja. Da war der Diamant drin. Ja, siehst du, das wollte ich, aber ich habe keinen Piratenschiff. Warum fahren wir denn auf eine verkackte Insel eigentlich? Alter, ne? Die Insel haben mich abgefuckt. Ich bin runtergegangen und habe mir danach gedacht, Alter, warum machst du dir denn kein Boot? Ich habe ein Boot gemacht und dann fing die ganze Scheiße an. Nichts funktioniert. Ich bin sogar einmal unter Wasser gezogen worden und habe dann noch geschrien um mein Leben. Und dann hat mich jemand mit einem Speer attackiert. Was aussah wie Poseidon. Ich habe Angst um mein Leben gehabt. Ich habe Sachen gesehen, die ich nicht kannte. Ja, Minecraft nach Jahren nochmal zu spielen ist unfassbar geil, ne? Nimmst du noch auf? Ja, ja, klar. Nice, ich nehme mich schon länger nicht mehr. Ja, ja, ich muss ja hier, ne? Sagen, ja. Verkünden, dass du gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch schon mal dafür. Und nee, ich habe dich einfach nur gewinnen lassen, weißt du? Ich glaube, ich hätte sofort gewinnen können, weißt du? Ich war einfach nur. Ja, ich habe die Zeit genutzt, um rauszufinden, was du spielen darfst. Hast du denn was gefunden? Ich habe ein uraltes, scheinbar sehr verwirrtes Flash-Spiel gefunden. Willst du mir dann ruhig mal reingucken kannst. Willst du denn mir schon den Titel verraten? Ja, klar, es ist Samorost. Das sagt mir gar nichts. Das ist gut. Ich kenne das nicht. Ich lasse mich auch nicht spoilern, ja. Ich spiele das dann so. Schick mir einfach den Download-Link. Ich lasse mir runter und dann spiele ich. Ja. Es ist ein Flash-Spiel, Brudi. Das lädt man im Browser. Ach so. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist die Art von Spielen, die wir damals heimlich in der Schule spielen konnten, weil es halt noch keine Smartphones gab. Das ist meine Generation. Ah, okay. Naja, lass erstmal das hier verabschieden, hier, dieses Video, ja? Ja, okay. Tschüss, Jens hat gewonnen und fick dich einfach. Niklas hat verkackt. Okay, ich fick mich.